Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Begrüßen wir euch alle ganz herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen. Die Partie endete mit 3:3, neben mir Platz genommen haben die beiden Cheftrainer, der Gästetrainer Christoph Dabrowski und unser Cheftrainer Thomas Stamm. Herr Dabrowski, Ihre Einschätzung zum Spiel bitte zuerst. Vielen Dank. Hallo zusammen in die Runde. Muss man erstmal kurz mal durchatmen. Ich glaube, für die neutralen Zuschauer 6 Tore zu sehen, dafür gehen wir ins Stadion. Fantastisch. Riesenkompliment an meine Mannschaft, die sich absolut an den Matchplan gehalten hat, extrem gut verteidigt hat, vor allem in der Kompaktheit im Block. Die Wucht der Dresdner zu bremsen, immer wieder Nadelstiche zu setzen, wie beim 1-0. Auch vor der Pause die Möglichkeit, ich glaube, das war schon eine hundertprozentige Chance von Safi, vielleicht sogar mit 2-0 in Führung zu gehen. Ja, aber dann auch in der zweiten Halbzeit gefühlt diese Rückschläge, wo Dresden dann sofort da war, umzuwandeln in Energie und zu zeigen, ja, wir wollen hier gewinnen, wir wollen hier mehr. Und dafür Riesenkompliment an meine Mannschaft, mit dieser Siegermentalität in dieses Spiel reinzugehen und mit dieser Haltung. Und am Ende, glaube ich, haben wir auch die Chance gehabt, durch Boyamba das 4. Tor sogar zu machen, den Deckel drauf zu machen. Und am Ende haben wir viele junge Spieler auf dem Platz gehabt, haben einen Tick Lehrgeld bezahlt, wo wir vor der Entstehung der Flanke eigentlich den Ball gewinnen haben. Leider dann nicht so clever sind, mal Richtung Eckfahne zu spielen, die Zeit von der Uhr zu nehmen oder auch die Intensität, die Flanke zu blockieren, die dann leider zum Ausgleich führt. Deswegen für den Moment nach Abpfiff fühlte sich natürlich bitter an, aber wir haben, glaube ich, ein richtig gutes Spiel gemacht und können oben Hauptes jetzt nach Essen fahren und die englische Woche so angehen, dass wir das nächste Spiel dann auch zu Hause wieder so angehen, dass wir die Möglichkeit haben, es zu gewinnen, und das wird unser Ziel sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dabrowski. Thomas, deine Einschätzung bitte. Ja, hallo auch von mir. Viele schon angesprochen, ich würde es gerne unterteilen bei uns, die Art und Weise, nicht aufzustecken. Das haben wir beispielsweise nach dem Chemnitz-Spiel thematisiert. Die Moral, nach 3-mal Rückstand immer wieder anzulaufen, ist herausragend. Den Aufwand, den wir betreiben, in Summe steht dann in keinem Verhältnis, wenn man sieht, wie wir die Gegentore kriegen. Einfach deutlich zu einfach. Und wenn man dann sieht, wie wir sie kriegen, dann ist es in erster Linie mein Job, dass da Klarheit ist, dass klar ist, wie wir verteidigen. Wenn man die Szenen sieht, dann ist das nicht der Fall, gerade beim 2. und beim 3. Tor. In Summe, wenn du so verteidigst in der 3. Liga, dann nimmst du keine 3 Punkte mit. Und das wäre, glaube ich, wenn man sieht, wie viele torgefährliche Aktionen wir immer wieder hatten. Erste und zweite Halbzeit, vor allem zweite Halbzeit, wo wir, finde ich, deutlich zielstrebiger nochmal waren. Tiefstehender Gegner, immer wieder bespielt. Konter, oft gut abgesichert, außer beim 1. Tor. Das ist aber eine Standardsituation, wo wir einfach nicht die Tiefe verteidigen. Aber in Summe wenig Konter zugelassen, weil wir immer wieder gut Zugriff hatten. Und dann steht der Aufwand nicht in keinster Weise im Verhältnis zu dem, was dann am Ende rausschaut. Auch wenn du in der 96. den Ausgleich machst, fühlt sich's nicht gut an. Soll sich auch so anfühlen, weil wenn wir so verteidigen, dann werden wir, und das muss in die Köpfe rein, ist mein Job, das hinzubekommen, wenige Spiele gewinnen. Wir wollen gewinnen, weil wir weiterhin vorne dranbleiben wollen. So ist, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass es schwierig ist. Danke. Gehen wir rein in die Fragerunde. Jens Umbreit von Radio Dresden macht den Start. Trainer Thomas Schramm, da will ich gleich mal ansetzen. Können Sie es erklären, dass der Fehler nach dem 2. Gegentor von Essen genau so passiert eigentlich beim 3. Gegentor, dass man sich sofort unmittelbar wieder ein Gegentor fängt? Ist da die Mannschaft noch zu emotionalisiert oder wie ist das zu erklären? Ich glaube, nach dem 2-2 habe ich mit Stefan und mit Winko Kontakt gehabt. Stefan auch nochmal reingegeben, hey, in erster Linie gut verteidigen und dann Nadelstiche setzen, aufs 3. Tor gehen. Sind inhaltliche Dinge, die nicht gut sind, wo die Kommunikation fehlt, und deshalb sage ich, es ist mein Job, das hinzubekommen, besser zu verteidigen. Die Jungs stehen am Ende des Tages auf dem Platz, aber
wenn man dann das zweite und das dritte Tor sieht, ein Spiegelbild, sind Themen, die uns schon über Wochen begleiten. Und wenn es Themen gibt, die uns über Wochen begleiten, ist es meine Aufgabe, dass das am Mittwoch, oder spätestens am Mittwoch, anders ist. Werden wir ansprechen. Ich glaube, es hat keine emotionale Komponente im Sinne von, dass wir jetzt zu viel wollen, dass wir blind nach vorne rennen. War jetzt auch nicht so, dass wir in den Konter gelaufen sind beim zweiten oder dritten Tor. Ja, beim ersten Tor nach einer Ecke, wo wir die Tiefe nicht verteidigen, trotzdem Überzahl haben. Von daher sind es inhaltliche Dinge. Vieles hat mit Kommunikation zu tun. Und dann geht es darum, am Mittwoch das deutlich besser hinzubekommen, wie wir es jetzt heute hatten. Weil sonst bist du nicht in der Lage. Ich glaube, wenn du das 2-2 oder das 1-1 hältst, weiter nach vorne spielst, wie gesagt, Außenballbesitz, die Konter eigentlich mit Zugriff gut verteidigt hast, glaube ich, dann kommt das zweite und das dritte, weil wir, finde ich, eine gute Zielstrebigkeit hatten heute, der Gegner nicht alles wegverteidigen kann im 16er. Es gab 3-4 Aktionen, wo nochmal kurz vor Schluss gefühlt auf der Linie nochmal ein Kopf drin war. Das zeigt, mit welcher Leidenschaft dann Essen verteidigt hat. Aber wir müssen es hinkriegen, dass wir dann nach den Momenten einfach deutlich klarer sind. Das waren wir heute nicht. Entsprechend haben wir es auch nicht verdient, 3 Punkte mitzunehmen. Patrick Franz für die Bild. Mich überrascht es ein bisschen, dass Sie, das so auf Ihrer Fahne sich schreiben mit den Gegentoren. Gab es vielleicht nochmal einen Austausch mit den Spielern oder warum haben Sie sich oder wie kommen Sie dazu, die Verantwortung bei sich so stark zu sehen, da ja im Endeffekt die Spieler auch auf dem Feld die Verantwortung tragen? Ich habe mir die Tore nochmal angeschaut. Genau deshalb, und deshalb muss ich es auf mich nehmen, weil wir aus der Fünferkette nicht so agieren, wie wir agieren. Und dann ist es was Inhaltliches. Das muss für die Spieler klar sein, wie sie agieren. Jetzt können wir sagen, wir haben das schon gut hinbekommen. Im Moment kriegen wir es nicht gut hin. Und es muss klar sein. Natürlich stehen die Spieler am Ende des Tages auf dem Platz. Ich will sie auch überhaupt nicht in Schutz nehmen. Das eine ist immer die Kommunikation auch nach außen. War auch letzte Woche schon so. Wie ist die Kommunikation nach außen? Ich glaube, entscheidend ist, wie ist sie nach innen? Und da sind wir immer sehr ehrlich, sehr direkt. Das werden wir auch morgen sein. Wenn ich sehe, dann hat es viel mit, es ist nicht klar, wer zum Ball geht. Es ist nicht klar, wer an die Leute ranschiebt. So, das ist mein Job, das hinzubekommen. Und dass das klar ist, auch in einer Phase, wo du vielleicht jetzt nicht das maximale Selbstvertrauen hast, muss man sagen, aus den letzten Wochen, da müssen wir hinkommen, dass die Dinge wieder klar sind, dass sie intuitiv agieren können und nicht überlegen, muss ich jetzt hin oder geht der andere hin. Das ist mein Job. Wenn wir nicht viele Minuten haben, um jetzt zu trainieren, geht es darum, im Video das nochmal deutlich anzusprechen, mit den Spielern in Austausch zu gehen. Und dann ist es auch möglich, am Mittwoch da einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen. Timotheus Eimert für die Sächsische Zeitung. Herr Stamm, Sie haben das jetzt selber angesprochen mit dem Verhalten, dass das nicht immer ganz klar ist in der Fünferkette. Machen Sie sich jetzt auch Gedanken, das System umzustellen? Mache ich nicht erst seit heute. Das vielleicht, also die Gedanken sind immer wieder da, weil es einfach Dinge sind, die sich jetzt nicht so einschleifen. Dann ist immer die große Kunst, bleibt man drin und irgendwann greift das. Oder stellt man um? Das sind immer die zwei Wege, die man wählen kann, aber es ist sicherlich jetzt nicht erst nach dem Spiel so, dass wir uns die Gedanken machen, verändern wir was, sondern das ist ein Prozess. Dann gilt es, gute Entscheidungen zu treffen, auch immer mit ein bisschen Abstand, was Emotionen anbelangt, nicht direkt nach dem Spiel wieder alles über den Haufen werfen, aber ja, das ist Thema, absolut. Tim Schlegel für die Bild-Zeitung. Inwieweit macht das Ihre Gedanken, genau auch über solche Umstellungen nachzudenken, schwieriger, als das schon in 3 Tagen das nächste Spiel ist? Da gibt es ja quasi überhaupt, außer darüber zu reden, kaum Möglichkeiten, das vielleicht zumindest mal zu praktizieren oder zu festigen. Oder müssen das die Spieler per se wie so eine Schablone können? Gut, ich glaube, viele Jungs haben, das kann kein System sagen, aber Viererkette schon sehr, sehr oft gespielt. Das ist dann die Alternative zur Dreier- oder Fünferkette. Von daher braucht es oft nicht viele Momente, um dann Dinge einzuspielen. Ich glaube, es geht eher darum, sind dann die Räume klarer besetzt in der Defensive durch vielleicht eine Umstellung, was die Struktur anbelangt. Von daher braucht es jetzt nicht irgendwie nochmal eine Woche. Und ja, trotzdem kann man sich die Gedanken machen. Nicht viel Zeit, bleibt man dann in der Systematik und macht die Dinge dann besser. Deshalb gilt es da dann, gute Entscheidungen zu treffen für Mittwoch. Kollege direkt dahinter. Ja.
Martin Herms, WAZ, eine Frage an Christoph Dabrowski. Christoph, alle, die es mit RWE hielten, haben auf den Schlusspfiff gewartet. 4 Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt, 5 wurden dann gespielt. War das aus eurer Sicht ungerechtfertigt? Ja, ich habe genauso auf den Schlusspfiff gewartet. Der Schiedsrichter hat 1 Minute angezeigt. Ja, ich glaube, das war drüber. Es soll jetzt aber nicht als Alibi gelten. Ich will das nicht als Alibi nutzen. Ich habe eingangs schon mal erwähnt, ja, immer an der eigenen Nase fassen. Wie können wir cleverer die Situation vorher auflösen? Ja, vielleicht mehr Zeit von der Uhr runterzunehmen, ja, indem wir klarer auflösen. Wie schaffen wir es, intensiver eine Flanke zu blockieren, die dann zu dem Gegentor führt? Das sind die Themen, die wir jetzt auch morgen in der Nachbereitung für uns in den Vordergrund stellen. Aber ist ja klar, dass in der Emotionalität mit dem Schlusspfiff man dann etwas anders reagiert. Ja, mit ein paar Minuten Zeit kann man das dann auch anders wieder einordnen. Patrick Franz nochmal. Herr Stamm, wie wichtig ist es, dass die Mannschaft jetzt vielleicht mit diesem 3-3 nochmal so einen emotionalen Peak hat, dass sie sieht, dass sie jederzeit nochmal zurückschlagen kann? Ist das jetzt in dieser nicht einfachen Phase vielleicht genau das Wichtigste? Ja, das habe ich ja vorher, hoffentlich ist es so durchgekommen, das ist das, was wir mitnehmen können. Die Chancen, die wir uns jetzt nochmal hinten rausgespielt haben, waren mit mehr Überzeugung, waren mit, ja, wir können zum Schluss nochmal was mitnehmen. Wir hatten die Chancen, wenn wir ehrlich sind, in Chemnitz auch hatten wir, waren nicht so zielstrebig, waren nicht so mit Überzeugung dann auch, was die Boxbesetzung anbelangt. Und das ist ein deutlicher Schritt nach vorne und das werden wir natürlich auch ansprechen, dass wir in der Lage sind, hinten raus nochmal Dinge zu drehen, hoffentlich in Zukunft nicht nur um Ausgleich zu machen, sondern dann auch um Siege mitzunehmen. Jens Maßlich für die Morgenpost. Herr Stamm, es gibt noch ein weiteres Thema, was Sie schon seit Wochen begleitet, das sind die Standardsituationen. Heute waren es, glaube ich, auch wieder 17 Eckbälle. Der Ertrag ist aber eben leider immer noch nicht da. Ja, bleibt ein Prozess. Wir finden trotzdem in Summe, dass wir gefährlicher werden. Heißt, wir kommen immer wieder zu den Situationen. Dann geht es, glaube ich, auch viel um Überzeugung. Gehe ich dahin, wo es wehtut? Gehe ich dahin, wo im 5-Meter-Raum der Kopf vom Gegner kommt, die Faust oder die Fäuste beim Wegfausten vom Torhüter, ganz viel in die Räume zu kommen, wenn wir querlegen. Ist nicht nur immer was Technisches. Ich glaube trotzdem heute, das wissen wir alle, da sind wir dran, trainieren es immer wieder und ja, manchmal braucht auch das ein Stück weit Zeit, aber die Ausbeute, der Ertrag mit der Anzahl an Ecken, mit der Anzahl an Standardsituationen ist nicht ansatzweise so, wie wir uns das vorstellen. Das ist richtig. Und dann kannst du Spieler, die vielleicht ausgeglichen sind, tiefstehender Gegner, gegen Dortmund war schon so, heute wieder über Standardsituationen auch einen Dosenöffner bekommen, haben wir nicht im Moment. Müssen wir besser werden, absolut. Ich glaube, das wissen alle Beteiligten, alle Spieler, alle bei uns im Staff, sind dran, arbeiten daran und müssen aber auch und dürfen nicht verkrampfen im Sinne von, hey, jetzt ist es der Nächste, sondern ich glaube, es geht auch immer wieder bei ganz vielen Dingen um, es muss intuitiv sein, es muss leicht sein. Von daher dranbleiben und die Überzeugung auch haben, so wie wir heute die Überzeugung hatten, hinten raus nochmal was mitzunehmen, die Überzeugung haben, auch da nächsten Schritt gehen zu können in den nächsten Wochen. Damit sind alle Fragen beantwortet. Dann wünschen wir allen einen schönen Restsonntag, unseren Gästen natürlich eine gute Heimfahrt nach Essen. Für uns geht es dann weiter am Mittwoch mit dem Auswärtsspiel bei Wien Wiesbaden. Bis dahin, macht's gut.